Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goblins, dem vierten Teil. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sollen ein Fotoalbum holen. Also die Bilder hier vorne gingen jedenfalls nicht, dass wir die nehmen können. Er hat gesagt, ich muss das ja nochmal nachspielen. Daher weiß ich, was er nochmal genau gesagt hat, aus dem Bücherregal. Vielleicht klappt es ja genauso, dass wir das Bücherregal verzaubern können und dann wird das Fotoalbum, da ist es. Ja, da kommen wir nicht hin. Okay, aber er bleibt drauf und wir haben ja schon gesehen gehabt, mit der Leiter, die können wir hochzaubern. So, genau. Und das sollen wir, nein, nicht du. Das sollen wir ihm geben. Das scheint ein guter Witz gewesen zu sein, hm? So, wir haben ein Bild von Riri. Und jetzt sollten wir nochmal mit dem Kanzler reden. Das heißt, wir holen den wieder. Das heißt, den ganzen Weg wieder nach da. Und halt, so rum. Dann schauen wir mal, was der zu sagen hat. Reden wir mal mit dem Kanzler. Wo ist er? Hä? Ah, hier. Da ist der Hotspot. Sehr geehrter Kanzler, wir haben verstanden, dass der König großen Kummer leidet. Wie können wir ihm am besten helfen? Wie willst du denn beweisen, dass du der Aufgabe würdig bist, kleiner Gnom? Okay, wir müssen es beweisen. Müssen wir ihnen vielleicht das Schreiben geben? Okay. Er scheint immer aber noch nicht geholfen zu haben. Ja, er braucht noch was anderes. Das Buch voller Witze wollen nicht. Das Bild? Nee. Die Krone? Ich meine, mit der Krone haben wir ja schon bewiesen, dass wir diese Aufgabe, die Perlius ja hatte, bestanden haben. Vielleicht würde das ja was bringen? Ja, Tatsache. Habe ich euch überzeugt? Sagt, was zu tun ist. Na gut, ihr könnt es versuchen. Findet zuerst das königliche Hauptbuch. Dann werden wir sehen. Lasst mich mal raten, das königliche Hauptbuch ist auch im Bücherregal? Das hier. Es ist nicht zu erreichen. Ich könnte mir aber vorstellen, wie wir es erreichen könnten. Wir ziehen das hier raus. Wenn wir jetzt diese Leiter verschieben, dann passiert ja Folgendes. So, sie bleibt da nicht stehen und ich kann sie hier nicht anhalten. Aber er kann ja draufstehen bleiben. Also haben wir ja gesehen, um so hoch zu zaubern, wenn wir jetzt auf sie draufsteigen und dann schieben. Vielleicht bleibt es dann woanders stehen, weil es hat ja ein anderes Gewicht. Ich glaube, das war nicht richtig. Ich glaube, das war nicht der richtige Einfall. Aber es war lustig. Wenn du die Dings verzauberst, kannst du diese dann auch... bewegen? Nee. Irgendwie müssen wir es noch bringen, dass er hier stehen bleibt. Ich hätte es schwören können, wenn wir auf die Leiter draufstehen, wegen des anderen Gewichts oder so, dass die ja dann einfach nicht ganz, also dass er abprallt und dann hier zurück und hier stehen bleibt oder so irgendwie. Ich meine, das Buch muss ja auch für irgendwas da sein. Wenn ich, was passiert, wenn ich das Buch drin habe und, mach dasselbe nochmal? Das hat jetzt nicht wirklich viel gebracht.
Und das wahrscheinlich genauso. Aber was passiert, wenn wir es von der anderen Seite machen? Aber na, dann fliegen wir hier lang. Aber kann er sich vielleicht im Flug das Buch krallen? Halt, erst. Wisst ihr, was ich meine? Dann prallt es hier ab und dann kann er vielleicht, wenn er fliegt, das Buch sich krallen? Genau so. So dachte ich es mir. Wenn er fliegt, krallt er sich das Buch quasi. So. Wir haben das Hauptbuch, das soll man ihnen ja auch geben. Dann machen wir das doch mal. Pff, hier ist etwas für die Spesen. Ja, super. Dankeschön. Ein Haufen Geld. Ich hätte schwören können, dass wir hier hinten durch diese Tür durch müssen. Aber... Oder muss ich das Geld erst noch Ihnen zeigen? Nee. Ich glaube nämlich, dass wir mit dem Schlüssel durch diese Tür hier müssen. Ich glaube, mich auch zu erinnern. Aber die habe ich ja nicht als Hotspot. Muss ich den Typ nochmal rufen? Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir den Typ nochmal holen müssen. Ah, der wollte einfach zu viel von uns haben. Hä? Ah, ja. Jetzt. Jetzt haben wir ihn. Habe ich euch überzeugt? Sagt, was zu tun ist. Wart ihr in Riris Zimmer? Ich würde euch raten, dort mit der Suche anzufangen. Vermutlich sind da Spuren zu finden. Seht ihr es alleine, ihr Winzlinge? Haben wir jetzt die Tür? Ja. Jetzt haben wir die Tür offen. Okay, dann Riris Zimmer. Dann gehen wir doch da mal rein. Und ich denke, wir müssen sie aufschließen. Dafür haben wir ja auch den Schlüssel. Schätze ich doch mal, oder? Perfekt. Damit haben wir auch Level 5 abgeschlossen. Sehr schön. Dann Riris Zimmer. So. Riris Zimmer, die drei Goblin-Detektive schauen sich im Zimmer des verschwundenen königlichen Erdferkels um. So, dann schreiben wir uns noch den Code auf. UNI. So, und fangen dann mit Level 6 an. Oh ja, ich erinnere mich. Er läuft und in der Zeit kann man auch noch was machen anscheinend. Was passiert bei dir mit dem Ball? Okay. Was passiert mit dir und dem Ball? Ah ja, da ist auf jeden Fall schon mal das Bild runtergekracht. Alles klar. Dann schauen wir uns hier unten um. Da haben wir eine Figur von Chop. Meisterdetektiv Chop als Figur. Kommt mit. Außerdem einen Maschinenschlüssel. Und lauter Flächen hier.
Die waren, glaube ich, auch noch für später wichtig. Oh je, ich hoffe, ich kriege das alles nochmal irgendwie hin. Aber ich habe es schon einmal hingekriegt, also werden wir das doch auch nochmal hinkriegen. Wir haben ein Schachbrett. Wir haben ein Schlüsselloch. Dominospiel. Eine Flasche. Ich glaube, etwas ist auf der Innenseite dieses Etiketts geschrieben. Kannst du vielleicht mit der Lupe das lesen? Nee. Und da haben wir auch nochmal den Nabel eines Bären. Kannst du auch nichts machen. Eine Giraffe. Ich könnte mir eins vorstellen mit der Giraffe. Dass der Zauberer da was machen kann. Dass er so verzaubert und wir können an dem Hals hochklettern. Genau so. Ja, da haben wir den Buchstaben T, habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Und S. Ich glaube, da muss man irgendwie was hinlegen. Was ist mit dem Schachbrett? Schlüsselloch, glaube ich eher nicht. Dominostein. Ja, da kommen wir nach oben. Okay. Und ich glaube, Maschinenschlüssel entweder hiermit oder mit dem Ding hier. Konnte man damit was machen? Botschaft, ich, Riri, König Balderons Erdferkel, habe vor, auf eine Weltreise zu gehen und Abenteuer suchen. Ich könnte wetten, dass der König die drei berühmten Goblins auf die Suche nach mir schicken wird. Ja, das ist auch so. Kommt da noch eine weitere Nachricht, wenn wir das nochmal machen? Um einen geheimen Gang zu finden, müsst ihr ein Rätsel lösen. Ein Tipp, der Stern ist gleich 1. Stern ist gleich 1, okay. Einen weiteren Tipp vielleicht noch? Nee, das ist dasselbe. So, also, das haben wir ja schon gelesen gehabt in der anderen, dass er das Ballholen leid gewesen ist. Und ja, jetzt wissen wir hundertprozentig, er ist auf einer Reise. Und er hat schon vermutet, dass wir hinter ihm her sind. Und ja. Okay. Ja, auch Idee. Auch Idee. Er geht nicht auf das Ding, er muss ja eh unten bleiben. Du musst hier sein, um das Ding zu verzaubern. Dann heißt es doch, dass du auf das Dominospiel gehen könntest, wenn du drauf gehst. Genau, dann kannst du das verzaubern. Er kommt hoch und wir könnten ihn noch weiter hochbringen. Und? So, jetzt sind wir noch weiter oben. Ich glaube, solange wie das da draußen war, da war doch auch noch irgendetwas, was man machen musste, oder? Kann man das... Das dauert ja auch eine Marionette. Kann man die Marionette verzaubern? Nee, ich glaube nicht. Also irgendwas mit der Marionette müssen wir auch noch machen, schätze ich mal. Das dauert halt auch so lange, dass man sich in, vorbereiten könnte. So, du werfst doch erstmal bitte die Schachfigur runter. Nee, machst du nicht. Mit dem Teddybär machst du da was? Wow. Ein kleines Stück Pergament. Ein Schnörkel gleich 6. Ich
Ich glaube, das mit den Dingen, Stern ist 1, da müsste man ein Stern gleich 1, da ist es ja auch schon drauf. Ein Schnörkel gleich 6. Okay, da haben wir es doch auch schon. Das wird hier gleich reingemacht. Kannst du nochmal drauf boxen? Okay, da passiert nichts mehr. Ah, wie war denn das? Mit dem Goldzahn, ich weiß es gar nicht mehr so richtig. War das nicht irgendwie, dass man da doch auf ihn draufhauen musste? Kannst du den Teddybären irgendwie noch verzaubern? Das Märchenbuch? Oh, oh, Moment mal, da ist noch... Achso, das ist es. Das haben wir ja schon angeschaut gehabt. Das hat er ja gar nicht mitgenommen. Okay, komm. Ach, du kommst gar nicht mehr runter? Ah, doch, ein geneigtes Brett. Ich glaube, so kommst du runter, oder? Ja, so kommst du wieder runter. Kannst du was mit der Flasche noch machen? Kannst du noch irgendwas mit dem hier machen? Kannst du das machen, während der andere gerade drauf läuft? Ah, Moment mal. Kannst du vielleicht das Ding machen, solange der noch drauf ist? Jetzt? Ich glaube, ich war zu spät dran. Weil dann hat er doch den Ball hochgezaubert, dann könnten wir vielleicht hier irgendwie hochkommen. Ah, nee. Er macht nichts. Man kann den Ball zwar anklicken, aber es passiert nichts. Ah, aber andere Idee. Er wirft doch den Ball immer hierher. Da ist ja auch das Bild runtergefallen. Und wenn ich mit dem Zauberer die Flasche benutze, dann schwebt die nach oben, dann hängt die genau in der Dings, in der Schussbahn. Ah, nein, 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 nicht du. Sondern du hier. So, jetzt hängt die in der Schussbahn und jetzt? Genau so. So habe ich mir das doch vorgestellt. So, kannst du jetzt das Flaschenetikett mitnehmen? Funktioniert das? Eine Blume gleicht 4. Ja, da ist die Blume gleicht 4. Okay. Dann kletter du mal hier hoch. Oh, guck mal, da haben wir noch ein Figürchen von Stucco. Und da haben wir auch ein kleines Stück Pergament. Kannst du aber nicht machen, wir müssen den anderen irgendwie hier hochbringen. Kannst du auch von... Ah, verdammt, du solltest doch... Na. Okay, machst du nicht. Kannst du die Figur runterstoßen? Ich meine, irgendwie müssen wir mit ihm hier oben was machen, sonst wird man ja nicht keine Möglichkeit haben, hier hochzukommen. Bild runterholen. Aha. Und ein Panzerschrank. Kannst du den Teddy irgendwie mit dem jetzt so reden? Ich bin ein geschichtenerzählender Teddybär. Ja, super. Ja, das ist dasselbe. Kannst du auf das Märchenbuch draufgehen, zufälligerweise? Und du kannst es vielleicht verzaubern? Kannst du auch da draufgehen? Nee, das machst du jetzt nicht. Dann gehst du mal kurz weg, damit du aus dem Weg bist. Okay, so kommst du hier hoch und du kriegst die Schachfigur. So. Ja, und ich denke, die Figur von Stucco muss wahrscheinlich hier drauf und die Figur, wo wir da haben, von Chub, muss wahrscheinlich hier drauf. Ja, davon würde ich jetzt jedenfalls mal ausgehen.
Also, wir müssen auf jeden Fall jemanden nach da oben bringen, also außer dir noch. Die Frage ist, wie kriegen wir dann auch jemanden nach oben? Und was war denn das da mit dem Ding hier? Hä? Wie? Das machst du nicht mehr? Doch, machst du noch. Moment mal. Wie wär's denn damit? So, das, genau das machen wir. Aber erst nachdem der Clown draußen ist. Gehst du wieder von alleine runter? Ja, danke schön. So. Das könnte vielleicht sein. So. Perlius. Ah. Ich kann die Dinger nicht anklicken hier. Ja, super. Warum konnte ich das Domino-Spiel gerade nicht anklicken? Also nochmal. So. Ach, das geht nicht. Okay, das Domino-Brett kann ich gar nicht anklicken. Das Domino-Spiel kann ich nicht anklicken, solange das Ding hier läuft. Ah, das ist ja blöd. Ah, das ist ja blöd. Ich hätte jetzt gedacht, wir können dann da hinspringen, während der Dinger dann da oben ist. Aber das scheint nicht zu gehen, weil der Dominostein, dieses Domino-Spiel weg ist. Ah, nee, da gehst du ja nicht drauf. Marionette. Also, das ist der einzige Weg, den ich sehe, wie wir hier nach oben kommen würden. Kannst du, während du... Nee, okay, der bringt nichts. Ich habe gedacht, vielleicht bringt das was, wenn der hier gerade am Reden ist. Aber nein, das war anscheinend nicht der Fall. Ja, gut. Also mit dieser Marionette, allein, dass es schon so ein Ding hat. So einen gewissen Zeitpunkt. Es dauert halt, bis er, dass man was machen kann und dass er einen Hotspot hat. Allein das zeigt mir eigentlich schon, da ist auf jeden Fall noch irgendetwas. Die Frage ist nur was. Kannst du einfach draufhauen vielleicht hier von hier vorne? Wenn der draußen ist, vielleicht von hier oben oder so irgendwie. Würde das vielleicht gehen? Also. Nee. Bringt auch nichts. Und der Ball? Wird der irgendwie dahin geschossen? Ich muss nochmal schauen, wo fliegt der Ball hin? Nee. Der Ball fliegt nirgends hin. Also, er fliegt nicht in die richtige Richtung für da was. Oh, was könnte man da noch? Was müsste man da machen? Also, wir bräuchten auf jeden Fall, wir müssen noch an diesen Panzerschrank gehen. Da bräuchten wir vielleicht... Ach, das ist bestimmt der Code hier. Eine Blume gleich 4 oder sonst irgendetwas. Und da oben haben wir auch noch ein Stück Pergament, wo wir irgendwie hin müssen. Also hier müssen wir auf jeden Fall irgendwie hinkommen.
Nee, wir haben keine Fläche, um das Ding aufzustellen. Also, ja, wir brauchen auch noch die Figur dafür, um ihn hinzubringen. Kannst du den Teddybären verzaubern? Nee, das haben wir schon probiert, glaube ich. Märchenbruch, kriegen wir ihn hier hoch. Du gehst nicht da drauf. Naja, gut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Dann werden wir da irgendwie noch was hinkriegen. Also wir müssen ihn auf jeden Fall noch da hochkriegen. Wir müssen irgendwas mit der Marionette noch machen und natürlich den geheimen Gang noch finden. Ich meine, wir haben schon die Blume, den Stern und den Schnörkel. Aber das da zum Beispiel würde noch fehlen. Naja gut, wie dem auch sei, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.